Es ist Montag, der 8.3. Ich begrüße euch zu unserem Go4Peace-Impuls ganz herzlich. Heute Morgen mal wieder hier vor diesem wunderbaren Bild stehend. Und da geht es ja richtig um Dynamik. Da geht es ja um das Prophetische, was reinbricht in diese Welt und ganz viel in Bewegung bringt. Aber damit tun wir uns alles andere als leicht. Das Prophetische und die Propheten haben es schwer in dieser Welt. Und das sagt Jesus heute auch seinen Zuhörern, bei Lukas im 4. Kapitel, es startet im Vers 24, da sagt er, Amen, ich sage euch, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch, in Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Also da geht es um einen Syrer und da geht es um eine Witwe bei Sidon. Das waren alles Gebiete, wo die jüdischen Zuhörer sofort wussten, da wohnen keine jüdischen Leutchen. Das sind die sogenannten Heiden und die bringen die Offenheit den Propheten gegenüber und bei denen kann was in Bewegung kommen, bei denen kann etwas geschehen. Und das hält uns ja auch den Spiegel vor. Wie oft habe ich Leute gefragt in unseren Gruppen, Vereinen, Verbänden, seid ihr denn offen für Neues? Natürlich, sagen dann alle mit dem Brustton der Überzeugung. Und wenn dann jemand kommt, dann freuen sich alle. Aber wenn der andere Ideen hat, neue Gedanken hat, dann ist er ganz schnell am Rand und oft führt er ein Schattendasein oder geht wieder raus. Wir haben unsere Denkgewohnheiten, wir haben unsere Lebensgewohnheiten, wir haben unsere Sehgewohnheiten und da rauszukommen ist alles andere als leicht. Am letzten Samstag hatten wir auf dem europäischen Kreuzweg, den wir gerade gehen, eine wunderbare Station von der Gruppe in Slowenien vorbereitet. Hinterher ergab sich noch ein Austausch und dann schrieb mir eine junge Frau aus Litauen, es ist so wunderbar bei Go4Peace, weil jeder Jugendliche darf all das sagen, was er im Herzen hat und er wird gehört. Das hat mich total froh gemacht, das zu lesen, aber das hat ja auch bedeutet, dass diese Frau diese Erfahrung sonst nicht macht, mit ihren Ideen, mit ihrem Neuen gehört zu werden. Also, für diese neue Woche, die jetzt gerade startet, da geht es darum, lass dich herausfordern, be challenged. Ich wünsche euch eine gute Woche voller positiver Herausforderungen.